Hallo ihr Lieben, heute geht es ums Junk Journal Event. Ich habe versprochen, dass es heute mehr Infos gibt und das will ich natürlich halten. Und zwar, wir fangen nochmal an. Die Resonanz war sehr gut. Es haben sich auch schon wirklich etliche Leute gemeldet, aber das ist natürlich eine lockere Anmeldung, weil das war teilweise über Facebook oder auch über die Kommentare oder auch über eine Mail. Und von dem her fasse ich jetzt mal die ganzen Infos zusammen. Und dann gucken wir, und dann muss es einfach noch mal eine Mail-Anmeldung geben. Aber Fakt ist, stattfinden wird es an dem Wochenende vom 29.04. und 30.04. Das sind Samstag und Sonntag. Und am Samstag möchte ich um 10 anfangen, so bis 17.30. Und danach soll es ein gemeinsames Essen geben. Und zwar, das ist ja ein Restaurant mit Saal und der ganze Saal gehört das Wochenende komplett uns. Und nach so 17.30 Uhr müssen wir ein bisschen unsere Sachen, wenn wir uns da ausgebreitet haben, wir wissen ja, wie wir Bastler sind, ein bisschen beiseite räumen und dann gibt es ein Buffet und dann können wir gemütlich zusammen essen. Und Sonntag soll es auch 10 bis 17 Uhr losgehen. Ich habe das nicht früher enden lassen. Erstens mal finde ich, wenn schon mal Leute auf und weiters herkommen, muss man das auch ausnutzen. Und zweitens ist es so, das war gar nicht so geplant, aber im Nachhinein habe ich festgestellt, da ist ja der 1. Mai danach. Das heißt, der Montag ist auch frei. Und das ist zwar vielleicht für die Hotelbuchung ein bisschen blöd, weil es ein verlängertes Wochenende ist. Das heißt, man sollte sich bald um die Hotels kümmern. Aber für unsere Abreise und Planung von dem Ganzen ist es natürlich toll, weil wenn jemand von weiters herkommt, kann er noch einen Tag dranhängen, dann lohnt sich's mehr oder kann gemütlich wieder zurückfahren und das ist natürlich perfekt. Genau, aber das Event ist Samstag und Sonntag und die Kosten pro Person, also die Eventkosten, sind 160 Euro. Und ich habe mir da lang Gedanken drüber gemacht, weil ich das einfach, ja, ich wollte die Kosten niedrig halten. Und was halt so ein Faktor ist, ist zum Beispiel auch, dass wir den Saal komplett 2 Tage in Anspruch nehmen. Und ja, also da muss man Gebühr erheben oder das muss man mit reinrechnen in die Kalkulation. Und deswegen sage ich euch mal, was da beinhaltet ist in dem Preis. Und zwar ist komplett die Veranstaltung. Dann ist ein hochwertiges Materialpaket drin. Und es sind zum Beispiel 2 so Snacks und Getränke während der Veranstaltung. Also wir machen da wieder so ein kleines Snackbuffet wie beim Workshop. Und da gibt es dann Getränke und also kleine Sachen, dass man zwischendrin mal was essen kann. Und abends das Abendbuffet ist auch schon beinhaltet. Was also nicht beinhaltet ist, ist halt eure Anreise, das Hotel oder das Abendessen am Sonntag. Genau, und wir haben da hin und her gerechnet und ja, also haben das jetzt halt einfach so festgelegt. Und es ist so, dass ich mir das vom Veranstaltungsablauf eigentlich so ein bisschen vorstelle, dass ihr das, also auch wenn ihr noch nicht so erfahrene Junk Journaler seid, das ist kein Hinderungsgrund. Ihr müsst euch einfach dafür interessieren. Und habt vielleicht auch schon Projekte angefangen oder möchtet vielleicht auch eins machen und mal endlich starten, dann bringt euer Grundding, wo ihr draus das machen wollt, bringt das mit. Also das ist diesmal so nett wie beim Workshop, dass der ganze Raum voll ist mit Material. Dafür haben wir den Platz nicht. Also es geht gar nicht um das Material, sondern es geht darum, dass halt der Platz anders diesmal eigentlich durch Personen auch gefüllt ist. Und ich möchte es eher so machen, ich mache jedem ein schönes Materialpaket. Da habe ich mir übrigens ein Motto überlegt, weil es ja im April ist, möchte ich das Motto machen, Blütenzauber, Flower Power. Also ich finde, da ist schon wieder Frühling und da passen Blumen ja auch. Das heißt aber nicht, dass ihr euch dem Motto anpassen müsst. Eigentlich kann jeder das so machen und so interpretieren, wie er Bock hat. Und kann an seinem Journal oder kann da dran arbeiten. Und ich möchte aber gern, dass man sich austauscht. Ich hätte eigentlich auch gern,
dass wir zum Beispiel ein paar in Anführungszeichen Vorträge haben. Das ist alles noch in Planung. Wer recht sicher zugesagt hat, ist Susanne, also von Bollenhut Art. Das freut mich natürlich total. Und ja, also, dass man sich einfach austauscht, dass man auch an Sachen arbeitet, ihr vielleicht auch mit dem Materialpaket arbeitet und ja, dass man vielleicht auch über ein Thema erzählt, da könnt ihr auch einen Vorschlag machen, wenn jemand von euch auch schon sehr versiert ist und sagt, ich möchte euch da was drüber erzählen oder hat auch ein Projekt, was er mitbringt, dass man da zum Beispiel verschiedene Junk Journals sich anguckt oder so, das kann man alles machen. Aber es soll auch wirklich eine geraume Zeit damit verbracht werden, dass man an Junk Journals arbeitet. Jemand hat da vorgeschlagen im Kommentar, das fand ich auch eine süße Idee, dass jeder auch noch so wie eine kleine Happy Mail mitbringt und es wird dann ausgetauscht. Das können wir uns mal noch überlegen, das stelle ich mal so in den Raum. Genau. Und es ist so, ich würde euch die Daten und alles noch einmal in die Infobox schreiben und würde euch auch zum Beispiel die Hotellinks reinschreiben. Also da gibt's sicher auch andere Hotels, überhaupt kein Thema. Aber die drei kenne ich. Die sind, also finde ich, bezahlbar, sind sogar ganz nett. Also sind wirklich schnuckliche Hotels und Punkt 1, sie sind total in der Nähe vom Veranstaltungsort. Weil der Workshop hat ja da auch stattgefunden, aber falls das jemand von euch nicht gesehen hat, das Video, der Veranstaltungsort, das ist direkt neben dem Werdwiesenpark. Also das ist jetzt nicht direkt in der Stadt. Es ist ein bisschen am Rand, aber es gibt schon Stadtbusse in die Richtung. Aber trotzdem habe ich so gedacht, wenn jemand die Möglichkeit hat, mit dem Auto zu fahren, weil man ja auch ein bisschen Material mitnimmt oder so, ist das natürlich eine Überlegung. Aber man kann grundsätzlich mit öffentlichen oder auch mit dem Zug kommen. Das ist kein Problem. Es ist auch so, dass ein Hotel, das schreibe ich dann mit dazu, ist direkt am Bahnhof. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wenn jemand mit dem Zug kommt, dass der sich überlegt, ob der dann vielleicht in das Hotel geht, weil dann ist er da, hat er es da kürzer. Es ist so, dass ich ein bisschen drauf hoffe, dass sich vielleicht auch Fahrgemeinschaften bilden. Das hat sich schon ein bisschen rauskristallisiert in den Kommentaren unter dem letzten Video, was ich total schön fand, weil das ist ja auch so ein bisschen Junk Journaling, dass man so Gemeinschaft aufbaut. Und das fände ich schön. Und ich denke halt einfach, wenn ihr euch anmeldet und wenn ihr eine Möglichkeit habt und sagt, ich komme da und daher, was super. Also ich sehe ja eure Postleitzahl. Wenn ihr es in den Kommentar irgendwie reinschreibt, ist immer ganz gut, ihr schreibt eine Postleitzahl dazu. Das ist ja trotzdem noch keine Adresse und so. Und ich habe mir auch überlegt, wenn jemand jetzt sagt, er hat eine Mitfahrgelegenheit oder er sucht eine, dann wird die mit eurer Erlaubnis halt zum Beispiel dann E-Mail-Adresse oder so weitergeben. Und dann könnt ihr euch kurz schließen und gucken, ob ja, auch ob ihr euch grün seid und ob ihr das irgendwie geregelt kriegt oder so. Also das wäre toll, da baue ich so ein bisschen auf euch. Und das wäre natürlich schön. Also ich habe schon gesehen, dass es hat sich jemand aus Berlin auch angemeldet. Wie gesagt, wir müssen es halt nochmal vertiefen mit der Anmeldung. Aber sollte es knapp werden irgendwie mit den Plätzen, würde ich natürlich die Leute, die jetzt irgendwie da schon ihre Zustimmung geäußert haben, also die haben auf jeden Fall einen Platz. Nur wir müssen es halt noch einmal ein bisschen verifizieren. Genau, weil auch mit der Anmeldung und so. Und ich sage euch das jetzt mal dazu mit der Anmeldung, wie ich mir das gedacht habe. Also ihr müsst euch anmelden und dann auch die Anmeldungsgebühr dann überwiesen haben bis Ende des Jahres. So haben wir, nee, ja genau, bis Ende des Jahres. Und dann ist es so, dass wir, also dass ihr euch bis Ende Februar gibt es noch so einen Spielraum, da könntet ihr praktisch noch zurücktreten und da würdet ihr auch das Geld komplett erstattet kriegen. Und ab 1. März, muss ich ganz ehrlich sagen,
Ja, da seid ihr dann fest angemeldet mit der Gebühr. Ihr könnt natürlich, wenn irgendwie was dazwischen kommt, notfalls jemand anders schicken. Also das ist nicht so, wäre nicht so tragisch. Aber wir brauchen einfach ein bisschen Planungssicherheit. Weil wir waren bei dem Workshop, waren wir total locker, weil das einfach ein kleines Event war. Und da waren wir ja letztendlich vielleicht 6, 7 Leute. Aber selbst bei den 30, 35. Also die maximale Zahl sind 40 Anmeldungen, aber ich denke mal vielleicht so 30, 35. Da müssen wir einfach eine gewisse Planungssicherheit haben. Und ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Und wie gesagt, wir haben wirklich so gerechnet, dass es auch irgendwo im Rahmen bleibt. Und ich würde mich da total drüber freuen, wenn das alles so klappt, weil ich das eine super Idee finde und die Vorstellung, dass da 30 bis 40 genauso Verrückte wie mir sind, Junk-Journaler, aufeinandertreffen und Susanne dabei ist. Und ich gucke mal, wenn ich da noch begeistern kann. Das finde ich einfach toll. Und die Reaktionen waren auch so im Netz, also wo bei dem letzten Video. Und ich habe da wirklich die Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Und genau das wollte ich euch so alles dazu sagen. Und ich verlinke euch wieder die E-Mail-Adresse in der Infobox. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt und schreibt mir gerne eine Mail, wo ihr das noch einmal mit Nachdruck, dass ihr euch anmeldet. Und genau, und dann würde ich euch auch eine Bestätigung schicken. Und dann solltet ihr halt bis Ende des Jahres das Geld überwiesen haben. Und könnt euch da auch drauf verlassen, das wird buchhalterisch verwaltet. Und solltet ihr bis Ende Februar aus irgendeinem Grund zurücktreten, kriegt ihr das Geld da voll zurück. Also das haben wir uns so überlegt. Genau. Und der Veranstaltungsort, das hatte ich schon ein paar Mal wo geschrieben, aber da steht jetzt nicht mit drauf. Das ist in 74081 Heilbronn, Heilbronn-Sontheim. Nur weil mir ist es dann klar geworden, also wo ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe, dass es immer ganz geschickt ist, wenn man die Postleitzahl hat, gerade weil man dann eher einschätzen kann, wo jemand herkommt. Genau. Okay, also wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr euch anmeldet. Und wenn ihr noch Fragen habt oder so, schreibt mir einfach eine Mail, das ist immer am geschicktesten. Weil das Problem ist halt, ich fand es jetzt schön, so um zu sehen, wer hat Lust oder so, auch wenn jemand auf Facebook oder im Kommentar, aber ich brauche halt so eine, ja, ich muss ja sehen im Überblick, nicht, dass mir jemand durch die Lappen geht und dass ich jemand übersehe. Okay, ich freue mich auf euch und ich hoffe, dass ihr dabei seid. Also macht's gut. Ciao!